Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute zum Adventskalender am 4. Dezember. Wow, bald ist Nikolaus. Aber wir bleiben erstmal beim 4. Und was verbirgt sich nun hinter diesem Türchen? Hinter dem Türchen verbirgt sich eine Art Verwöhnprogramm. Denn ein wunderbarer Weg, mehr mit dir und deinem Körper auch in Einklang zu kommen, ist über das Element Wasser. Und was gibt es da besser als eine Art Verwöhnprogramm und Körperpflege ganz für dich? Daher meine Empfehlung, nimm doch mal ein heißes Bad oder ein warmes Bad, je nachdem, wie es dir beliebt, und das kannst du dann noch anreichern mit ätherischen Ölen, wie beispielsweise Eukalyptus oder auch Melisse. Melisse wirkt sehr beruhigend und auch entstressend, also eigentlich perfekt für die Weihnachtszeit. Du kannst dir natürlich auch das Schaumbad bei Kerzenschein gönnen und noch ein paar Kerzen ringsherum aufstellen. Und im Hintergrund entspannt Musik laufen lassen. Also wirklich ganz nach dem Gusto, wie es dir gut tut und dich in eine Ruhe und eine gewisse Entspannung versetzt. Der warme Dampf übrigens, der wird dazu führen, dass deine Nasennebenhöhlen nochmal gereinigt werden und deine Atemwege befeuchtet werden. Und das warme Wasser, das wird noch die Durchblutung deines Körpers erhöhen. Also ganz schöne Nebeneffekte auch nochmal auf der körperlichen Ebene, neben der psychischen. Und falls du keine Möglichkeit hast, ein Bad zu nehmen, weil du eben einfach keine Badewanne zu Hause hast, dann ist das auch völlig in Ordnung. Du kannst auch die Dusche nehmen. Die wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Hause haben. Und in der Dusche kannst du deinem Körper natürlich auch etwas Gutes tun, indem du beispielsweise ein Peeling nimmst. Das Peeling kann aus Zucker bestehen oder auch aus Salz und etwas ätherischem Öl, dass es geschmeidiger wird. Und anschließend kannst du natürlich auch deinem Körper etwas Pflege gönnen durch beispielsweise Kokosöl oder Shea Butter oder Shea Butter. Besonders trockene Stellen sind sehr gut geeignet für diese zwei Möglichkeiten, die ich dir gerade genannt habe. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann kannst du dich natürlich auch vor dem Spiegel eincremen. Das hat zwei besondere Vorteile für dich. Zum einen bekommst du noch ein viel besseres Körpergefühl dadurch. Und zum zweiten erhöht sich dadurch auch deine Selbstakzeptanz. Also probier es gerne mal aus. Schau mal, wo du dich wohler oder auch unwohler fühlst. Beides, sowohl das Positive als auch das Negative, haben immer etwas mit uns zu tun. Es lohnt sich, beide Seiten zu betrachten. Und vielleicht wechselst du auch mal von dem einen zum anderen und schaust dann, wie sich das jeweilige Verhältnis verändern wird. Ich wünsche dir viel Freude dabei, Neues zu entdecken.